Ja, ich weiß, es ist kein Bergfest. Das Video kam nicht, war Feiertag. Ich habe die Tage davor ungefähr diese Erinnerungen. Und deswegen hatte ich Mittwoch auch absolut keine Lust, noch was zu drehen. Folgendermaßen: Sonntag, ich habe es endlich geschafft. Aber ihr habt es vielleicht schon gesehen, da ich Bereitschaft habe und meine Abonnenten wissen ja, was das bedeutet. Oh, es hat geklopft. Ich muss mal kurz hin. Ja, bitte. Mannschaft ist bereit. Ja, schön. Jetzt zieh ab. Diese Fans, aber er kennt sich aus, kann man nicht meckern. Ich dachte, also ich bin eigentlich sprachlos. Jever Fun. Ich glaube, es macht absolut keinen Fun. Ich erkläre euch gleich warum. Ich mache mir das Ding hier nur mal fix auf. Also es riecht schon komplett unlustig. Was mich schon mal stört, in dem Laden, in dem ich war, dafür kann jetzt Jever wahrscheinlich nichts, vielleicht aber auch doch. Ein Sixer, 4 Euro. Wenn ich mir jetzt eine Flasche aus dem Sixer rausholen will, kostet die 2 Euro. Für 0,33. Alkoholfrei. Pilz. Also es ist lächerlich. Es ist absolut lächerlich. Also ich habe bis jetzt in keinem Bier der Welt weniger Fun gesehen als hier. Hoffentlich holt sich Schmack die wenigstens ein bisschen was raus. Ja, die Flaschenform geht mir auf den Sack. Oh, und der Geschmack, der geht mir richtig auf den Sack. Einmal kurz dran genippt. Alle. Ne, da probiere ich noch ein zweites. Ich habe den Mist ja jetzt bezahlt und das will keiner, das kann ich niemandem mehr anbieten. Ich muss fairerweise sagen, es schmeckt nicht viel anders als das normale Jever. So wie ich das jetzt in meiner Erinnerung habe. Problem an der Sache ist, das normale Jever, das schmeckt mir auch nicht. Oh, 13 Kilokalorien. Nicht schlecht. Also das Sternburg alkoholfrei, das hat 17 Kilokalorien. Ja, ich habe mir einen Kasten Sterni alkoholfrei geholt, denn ich dachte mir, wenn du schon alkoholfrei trinkst und keinen Spaß hast, dann bezahl wenigstens nicht dafür übel viel. Da hat der Kasten 6,50 gekostet. Hier, 2 Liter, 4 Euro. Abfahrt. Zutaten: Wasser, Gerstmalz, Hopfen, Gärungskohlensäure. Das habe ich auch bei dem Sterni alkoholfrei gesehen. Gärungskohlensäure. Ich weiß nicht, was das soll. Also ist es dadurch, dass ich kann es euch nicht erklären, man muss es wahrscheinlich drin machen, dass es ein bisschen prickelt im Bauchnabel. Wenn ich nur den Sound höre, dann könnte ich kotzen. Bist du behindert? Hey Leute, es ist Sonntag. Ich trinke gemütlich mein Bier. Hab gerade Pokémon-Karten ausgepackt. Auf Knölldaddelt. Könnt ihr das gerne sehen? Mein Zweitkanal für die, die es nicht wissen. Ich habe hier jetzt alles. Außer Pfann. Ich habe einen Pfannenwender. Ich habe eine Pfanne. Ich hatte fantastisch gute Laune. Aber jetzt, das Einzige, was man dem wirklich zugute halten kann, dass es wirklich schmeckt wie Pilz. Was ich nicht mag, aber es ist für das Produkt gut, wenn es so schmeckt, wie man es erwartet. Scheiße. Es schmeckt mir einfach nicht. Oh, mein Handy macht langsam Abgang. Bier in 0,33, alkoholfrei. Das gibt's auch als Radler. Da werde ich wahnsinnig. Im Laden, ich habe hier fast den Tresen auseinandergenommen. Apropos Radler alkoholfrei, ich habe gerade auf WhatsApp einen Status gesehen, da gönnt sich jemand was und schreibt darunter Gönnung. Du weißt, dass du gemeint bist. Hass meinerseits geht erstmal direkt in deine Richtung. Radler alkoholfrei. Also ich merke, mit jeder Bereitschaftswoche, mit jedem alkoholfreien Bier steigt die Wut in meinem Körper. Nein, das hältst du nicht Schnauze! Erst hatte ich vorgenommen, na, trinkst du gleich alle 6 weg, ist ja nur 0,33. Aber es schmeckt mir, also es schmeckt mir so schlecht, dass ich sage, hier, ich lasse es stehen, vielleicht, weiß ich nicht, will ich irgendwann noch irgendeine Blume vergiften oder sowas. Ich bedanke mich aber trotzdem recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bereitschaftswoche geht noch, ich weiß nicht, ob Mittwoch ein Video kommt, wenn ja, muss ich erstmal noch ein alkoholfreies kaufen. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem im nächsten Video. Ich verabschiede mich hiermit. Bis dahin und tschüss. Ich habe einfach kein Fun. Kinderz.